Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Dear Esther. Ich weiß, dass man in diesem Spiel wohl nur läuft, erkundet. Man ist auf einer Insel. Wer man ist, weiß man nicht. Es wird aber eine Geschichte dazu erzählt, und ja, wir können sie uns anhören und uns überlegen, was da genau passiert ist, wer wir sind, wer uns diese Geschichte erzählt und vor allem, ja, was das alles auf sich hat. Ich bin schon ganz gespannt und drücke einfach mal Start. Ach so. Ich dachte gerade, hä? Aber was sind die Kapitel? Nun gut. Dear Esther, I've lost track of how long I've been here and how many visits I have made overall. Certainly, the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I've always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. Okay, die Musik ist doch ziemlich stark. Ich kriege gerade so ein Engelsgesang in den Ohren. Ich muss doch einmal kurz auf den Ton gehen und einen Tacken leiser machen. Also auf jeden Fall so beim Hören. Ich kann das später noch ändern, wenn ich wieder, wenn ich rendere. Aber ich muss mich immer selber ganz gut hören beim Kommentieren. Was mir immer noch recht schwer fällt, weil die Musik immer noch sehr laut ist. Sehr laut. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie. Oh, ich weiß gar nicht, ist da überhaupt was runtergegangen von der Lautstärke? Ich hoffe. Ja, wie ihr gehört habt, ist der Ton auf Englisch, aber wir haben deutsche Untertitel. Gut, dann erkundigen wir mal die Gegend. Also wir sollen jetzt hier nichts irgendwie finden oder irgendwas halt herausfinden oder sonst irgendetwas, sondern wir können einfach hier durchgehen, gucken, was ist hier passiert, wo sind wir hier. Und es wird immer eine Geschichte erzählt. Es ist nicht, dass wir jetzt eine Taschenlampe haben. Ja, es soll wohl ein bisschen geisterhaft wirken. Ich habe gehört, man kann wohl auch Geister finden, wenn man nach oben. Aha, da war gerade einer. Man sieht also, man soll wohl nur so Schatten sehen. Hier ist was an der Wand gekritzelt worden. Also, man soll teilweise so Schatten auf der Insel sehen können. Und es wird halt gerätselt, wer was das sind. Einige sagen, das sind Geister, andere sagen, das ist dies, das ist das. Also es gibt so viele Varianten. Aber es soll jetzt hier nicht wirklich auf so einen Horror hinauslaufen. Wir können jetzt hoch oder wir können runter. Das ist, ja. Aber wir können nicht sprinten. Und die Atmosphäre ist ziemlich schön. Also gerade hier das Feld mit den Blumen. Also hier im Feld ist es ja jetzt nicht, aber die ganze Sache hier ist irgendwie recht schön. Mit dem Wind. Ich hätte auch am Strand lang gehen können, sehe ich gerade. Na gut, wir gehen jetzt aber hier lang. Okay. Oh, es hat ja doch gut funktioniert. Donnelly reported the legend of the hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form.
Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. Okay, hier ist wohl die Höhle von so einem Typen, der anscheinend wohl, der auf die Insel gekommen ist. Ihr habt es ja gerade selber gehört. Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt großartig erstmal sagen soll. Da leuchtet was. Aber ich komme nicht weiter. War gerade so ein Taschenlampensignal. Ich komme aber nicht weiter, also dahin. Ob wir natürlich überall, also so wie ihr jetzt gesehen habt, kommen wir halt da jetzt nicht hin. Ob wir sonst überall hinkommen, weiß ich auch nicht. Ich muss versuchen, richtig zuzuhören. Ach, ja, da komme ich jetzt aber garantiert nicht mehr hoch rüber, oder? Nee. Ja, das war klar. Na gut, ist ja auch nicht schlecht. Wahrscheinlich ist der Weg das auch noch nicht. Wahrscheinlich wäre das der direkte Weg gewesen und wir müssten einfach nur einen Umweg gehen. Und während wir diesen Umweg gehen, werden wir halt an vielen Dingen und Sachen vorbeigehen. Ja, und hier sieht man schon den ganzen Müll und Fische, so Fallen. Ich glaube für Krebse oder so. Hurala. Aber wir könnten jetzt hier hoch. When you were born, your mother told me, a hush fell over the delivery room. A great red birthmark covered the left side of your face. No one knew what to say, so you cried to fill the vacuum. I always admired you for that. But you cried to fill whatever vacuum you found. I began to manufacture vacuums just to enable you to deploy your talent. The birthmark faded by the time you were six and had gone completely by the time we met, but your fascination with the empty and its cure remained. Ich könnte jetzt hier durch oder ich könnte hier hoch. Das ist ja jetzt... Ich gehe mal hier hoch. Wahrscheinlich kommen wir jetzt einfach nur zu dem Punkt, an dem wir jetzt selber nicht weiter konnten. Oder wir können noch höher. Das kann auch sein. Genau, hier kamen wir ja nicht weiter. Aber wir können jetzt hier weiter hoch. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht irgendwas verpassen, weil wir jetzt irgendeinen anderen oder falschen Weg lang gehen. Ich werde wahrscheinlich die Story sowieso nicht richtig raffen. A wonderful sight. The moon cresting the junction between the cliff path and the stone circle. It cast a shadow of the ridge across the beach, all the world as if you had signed your name in untidy handwriting. Ich dachte, man könnte jetzt vielleicht irgendwas sehen. Ich habe noch nicht...
Ja, dir, Esther. Also wir, ich, also... Ja, das Spiel heißt Dear Esther. Ist ja. Könnte. Ich weiß nicht, ob es entweder sind wir derjenige, der jetzt hier über die Insel läuft und das auch erzählt. Oder wir sind Esther. Die sich das jetzt hier. When someone had died or was dying. Was so ill they gave up what little hope they could sacrifice. They cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and notice and aid, or impose a cordon of protection. Wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Okay. Also diese Streifen da, das war wohl jetzt dafür gemacht, wenn mal irgendwie eine Seuche oder so sich auf einer Insel rumgetrieben hat, dass man entweder eine Krankheit, dass man entweder Hilfe geschickt hat, also dass die Boote das von Weitem sehen konnten und dass man dann Hilfe geschickt hat, oder man hat sich halt davon ferngehalten. Und er hat hier die Streifen da reingemacht, damit keiner mehr hier zu dieser Insel kommt. Aber was ist hier passiert? They were God-fearing people, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking the geography with a superimposed significance that they could actually walk the Bible and inhabit its contradictions? Könnte ich denn... Ne, da könnte ich... Ich könnte ja jetzt nicht weitergehen. In die Richtung, oder? Ne, da war ja gar nichts. Oh. Ja gut, 1700... Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht richtig... 66 oder sowas wurde die Insel also verlassen. Jetzt wissen wir aber natürlich nicht, welches Jahr wir jetzt haben. Könnte natürlich schon sehr, sehr lange her sein. Oder aber auch nicht. Das ist eine Höhle wieder. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic. Thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Ich höre schon wieder was. Hört sich gerade so ein bisschen an wie, ach, wie heißt das? Ein Funkgerät, huch. I find myself increasingly unable to find that point where the hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. My neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, it forms into a perfect representation of Lot's wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm.
irgendwelche Malereien. Aber das war's auch. Also es geht hier nicht weiter in der Höhle. Ach, das ist die Höhle dieses Einsiedlers, in der wir jetzt sind. Dann können wir also doch fast jeden Ort von da aus. Da standen wir vorhin und hier haben wir das Licht gesehen. Und hier ist jetzt natürlich niemand. Also ich versuche natürlich schlau draus zu werden. Es kann auch sein, dass ich ab und zu dasselbe labere, weil ich irgendwie versuche mich zu konzentrieren, aber gleichzeitig auch irgendwas zu erzählen, um es für euch spannend zu halten. Das ist natürlich nicht gerade sehr einfach, wenn nicht wirklich viel passiert. Die Grafik ist sehr, sehr schön. Also das ist auf der Grafik hier ein Spiel. Ja. Es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich. Ich denke mal, übrigens, wir müssen zum Leuchtturm. Ich gehe da mal ganz schwer von aus. Die Musik, ja gut, ist jetzt nicht gerade so mein Fall untermalt, aber das Ganze sehr fein. Und es ist schon ein, ja gut, da hinten ist jetzt natürlich, wären wir natürlich auch irgendwo durchgekommen. The vegetation here has fossilized from the roots up. To think they once grazed animals here, the remnants of occupation being evidence to that. It is all sick to death. The water is too polluted for the fish. The sky is too thin for the birds, and the soil is cut with the bones of hermits and shepherds. I've heard it said that human ashes make great fertilizer, but we could sow a forest from all that is left of your hips and ribcage, with enough left over to thicken the air and repopulate the bay. Dass Asche jetzt ein guter Dünger sein soll, da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Gut, es ist ja alles überwuchert. Das heißt, es ist schon sehr lange her, dass hier diese Hirten gelebt haben. Hier ist auch dieser Steinkreis. Oh. Was haben wir denn da? Chimis Tree? Ja, eröffnet sich auch ein Weg vor uns. Wahrscheinlich wären wir von da aus hier hingekommen, wenn wir da durch diesen Tunnel gegangen wären. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ich kann aber auch nicht jetzt gucken, dass ich jeden Weg abgehe, weil, oh Gott, ich würde mich wahrscheinlich total verlaufen. Ich denke, es hat auch schon so seinen Sinn, dass man bestimmte Wege auch sieht. So wie den jetzt hier. Und, ich weiß immer noch nicht. Er sagte jetzt Pilgerreise. Er hatte sich auf seine eigene Pilgerreise begeben. Und erzählt natürlich über diese Insel. Und jedes Mal, wenn wir halt an irgendwas vorbeikommen, erzählt er darüber. Ich denke mal, wir sind er. Und er erzählt das jetzt einfach nur irgendeiner Esther. Oh, wir haben ein Kapitel beendet. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses and have cross-referenced them within a millimeter using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turnoff for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rearview mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Hä? Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Wer ist diesen Weg immer wieder abgefahren? Das leuchtet schon wieder was. Ganz hinten, seht ihr das? Rechts auf dem Wasser?
glaube, ich gehe auch da erstmal lang. Oh Mann, es ist hier einfach viel zu viel, was man sich angucken könnte. Es leuchtet auf jeden Fall immer noch. Aber mitten auf dem Wasser. Sieht aus, als wenn da... Ach, das ist so eine... wie heißt das? So eine Boje, oder? It's only at night that this place makes any sluggish effort at life. You can see the boy and the aerial. I've been taking to sleeping through the day in an attempt to resurrect myself. I can feel the last days drawing upon me. There's little point now in continuation. There must be something new to find here. Some nook or some cranny that offers a perspective worth clinging to. I've burnt my bridges. I've sunk my boats and watched them go to water. Ich kann leider überhaupt nicht lesen, was da steht. Naja, vielleicht könnt ihr es ja. Vielleicht könnt ihr mir ja auch manche Sachen erklären. Einfach in die Kommentare schreiben. Und ja, vielleicht findet man eine richtig schöne Diskussion über dieses Spiel. Das ist ja natürlich eine richtig schöne Sauerei hier. Ich denke mal, auf das Schiff guckt man nicht. Aber das ist natürlich mega kacke. Also es ist viel mit Geräuschen hier gemacht. Also gearbeitet worden. Klar, gut, hier Wind und Vegetation. Also das mit dem Gras und alles so, mit dem Bewegen und dem Wind, das hat schon natürlich eine schöne Atmosphäre. Aber jetzt gerade zum Beispiel, von da kamen wir, jetzt gerade zum Beispiel hat sich am Schiff jetzt gar nichts bewegt. Ich habe gerade geguckt, also keine Ketten oder sonst irgendetwas. Und trotzdem hatte man das Geräusch halt da, dass ich was... I had kidney stones and you visited me in the hospital. After the operation... When I was still half submerged in anesthetic, your outline and your speech both blurred. Now my stones have grown into an island and made their escape, and you have been rendered opaque by the car of a drunk. Aha. Okay, wir sind nicht Esther, denke ich jetzt mal, nach dem letzten Text. Also wir sind nicht Esther. Esther ist tot, ist von jemandem überfahren worden, von einem Säufer, also jemanden, der halt getrunken hat und Auto gefahren ist. Und er schreibt ihr das oder erzählt das halt, so eine Art Abschiedsbrief an seine verstorbene Frau. There must be a hole in the bottom of the boat. How else could new hermits have arrived? Also wir haben jetzt hier gerade irgendwas entdeckt, aber ich kann trotzdem immer noch nicht lesen, was da steht. Okay, und er befindet sich jetzt aber gerade hier auf so einer Insel, um halt seine eigene Pilgerreise zu machen, um vielleicht so ein bisschen klar im Kopf zu werden, um so ein bisschen an das zurückzudenken, was passiert ist. Redet dabei so gesehen mit sich selbst, aber richtet das Wort eigentlich an seine verstorbene Frau. Also so denke ich mir das jetzt gerade.
Das Spiel geht übrigens nicht sehr lange. Also ich glaube nur 1 oder 2 Stunden. Ich weiß es jetzt nicht genau. So, wir können wieder 2 Wege entlang gehen. Ich hasse es. Wir gehen runter. Diesmal. Wir gehen jetzt erstmal als erstes runter, ja. Manchmal stockt es hier so ein bisschen. When I first looked into the shaft, I swear I felt the stones in my stomach shift in recognition. Ich denke mal, da sollten wir nicht rein. Ist ja saugefährlich, ne? Aber er kann sich da wohl hinstellen. Doch nicht. Schon unheimlich, ne? Mit so einem Schacht. So einfach so in der Insel so drin. So, schon auf der Insel, meine ich. Und es führt in die Insel. So ein bodenloses Loch. Übrigens sollten wir immer weiter nach Schattenausschau halten. Also sie tun uns jetzt nichts, sie zeigen uns jetzt auch nichts, aber... I've begun my ascent on the green slope of the western side. I've looked deep into the mountain from the shaft and understood that I must go up and then find the way under. I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there. I'm drawn by the aerial and the cliff edge. There is some form of rebirth waiting for me there. Ja, also wir sind definitiv eher jetzt gerade und machen halt diese Pilgerreise und ja, erzählen halt, also reden halt mit uns selbst, also erzählen gerade, aber wollen es eigentlich unserer toten Frau erzählen, ja, okay. So, und er hatte wohl Nierensteine, das habe ich jetzt auch schon mitgekriegt, da ist immer noch die Boje. Kommen den Leuchtturm auch sehr näher, also sehr, sehr nah, meine ich. Dafür, dass hier aber viele Einsiedler. The Bothy was constructed originally in the early 1700s. By then, shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the Bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife and a lineage. Donnelly records that it did not work. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after completing it. There was no one to carve white lines into the cliff for him either. Oh. Das ist ja traurig jetzt gerade. Du einmal kurz nach meinem Hundi gucken. Hier ist schon wieder mit Farbe was dran gemalt. Ich weiß aber nicht, was das darstellen soll. Three cormorants seen at dusk. They did not land. This house built of stone, built by a long dead shepherd. Contents. My camp bed, a stove, a table, chairs, my clothes, my books. The caves that score out the belly of this island, leaving it famished. My limbs and belly famished. This skin, these organs, this failing eyesight. When the battery runs out in my torch, I will descend into the caves and follow only the phosphorescence home. Da leuchtet schon wieder was geradeaus.
Das sieht aus, als wenn... Ist das eine Höhle? Das sieht aus, als wenn da einer stehen würde. Seht ihr das? Geradeaus da in dieser Höhle drinne mit dem Licht. Das sieht aus, als wenn da einer stehen würde. Oh. Schon irgendwie creepy, ne? Oh, da geht's nochmal runter. Nee, von da aus sind wir gerade gekommen. Nee. Also verlaufen kann man sich hier, glaube ich, nicht. Das ist ja traurig mit dem Hirten irgendwie. Ich wollte gerade sagen, ja genau, dafür, dass hier so viele Leute gewohnt haben, also so Hirten, sieht man aber recht wenig Häuser. Und dass der eine jetzt hier gestorben ist, nachdem er das Haus fertig hatte und so weiter und so fort. Schon traurig irgendwie. Man hört immer, wenn man hier lang geht, hört man immer so ein... Okay, meine Lieben, ich muss jetzt Schluss machen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal.